Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich habe so gut wie alle reifen Früchte verloren. Fast, na, es sind schon 170, 180 Paradeiser, die ich verloren habe. Und jetzt habe ich mir mal die Arbeit gemacht und habe eine von diesen faulen Früchten aufgeschnitten. Und ich glaube, das sieht man sehr, sehr schön. Wir haben hier einen Parasitenbefall mit Maden, ja. Das habe ich heuer zum ersten Mal gehabt. Ich habe geglaubt, weil in Kommentaren ist geschrieben, ja, du hast diese Blütenendfäule, das ist eben wegen Nährstoffmangel. Ich habe hier kiloweise, ja, wirklich kiloweise Nährstoff zugeschüttet. Da habe ich etliche Säcke mir gekauft mit diesem Gartenkalk und Paradeisdünger in verschiedensten Formen und da sind überall Unmengen an Dünger drinnen. Also das kann keine Blütenendfäule sein. Und hier, wenn du schaust, gehen wir nochmal in die Sonne. Ich glaube, man hat das sehr schön gesehen. Wir haben hier einen Madenbefall. Ja? Das ist ein Parasitenbefall. Hm? Alles Gute kommt von oben, wie es so schön heißt. Ah, da sind sie ja schon, unsere Verursacher, die schon im Zweiten Weltkrieg so wunderschön und gerne von oben runtergesprüht haben. Die Reblaus für die Weintrauben und die Kartoffelkäfer für die Kartoffelpflanzen. Ja, da sind sie groß, wenn sie gegen Feinde kämpfen, um seine Ernten zu vernichten. Und deswegen sammle ich auch alle diese Wanzen, die sich hier leider sehr eifrig umhertummeln, immer wieder ein und übergebe sie ihrer nächsten Inkarnation. Hier waren sehr, sehr viele von diesen Wanzen und noch sind die Früchte alle unbefallen, also hoffe ich halt. Ich hoffe, dass man es über... Aha, da ist schon eine, wenn du schaust. Siehst du? Das sind diese Bister. Und ich glaube, die nisten sich ein. Ich glaube, du siehst dieses Wesen hier. Diese Käfer, ja, die sind erst seit ein paar Jahren bei uns. Diese Viecher. Das da, ja, die sind erst seit ein paar Jahren bei uns. Na gut, Ende.